Wir sehen heute eine Fortsetzung der am Freitag begonnenen Rallye und vor allem die Tech-Werte sind wieder stark und all das ist nicht wirklich ein Zufall, was da heute passiert. Es ist der Weg des größten Schmerzes und wie weit diese Rallye gehen kann, das wollen wir uns in diesem Video mal anschauen. Zunächst mal, warum Weg des größten Schmerzes? Weil extrem viele Puts draußen sind, da wurde gekauft, sich abgesichert. Wir haben jetzt praktisch absolute Rekordzahlen, was Puts betrifft. Man sichert sich also auf der Unterseite ab und jetzt passiert eben mal wieder das Gegenteil. Die Puts werden gesqueezed. Wir sehen Werte wie Tesla heute mit über 8% im Plus. ARK Innovation, meine zweitbeste Freundin, heute mit guter Laune auch 8% nach oben. Also diese Aktien, diese ETFs, die zuletzt besonders stark unter Druck waren, die können heute eben genau wieder diese Monster-Rallye zeigen, die so typisch ist für Bärenmärkte. Und solange die Fed wohl nicht umsteuert und nicht sagt, okay, haben wir alles nicht so gemeint, solange ist die Wahrscheinlichkeit zumindest hoch, dass wir es hier noch mit Bärenmarkt-Rallies zu tun haben. Wir haben dann auch dieses Sentiment, das extrem negativ war, die amerikanischen Privatanleger, mit einer Bärenquote von über 50%, das ist mehr als in 98% der Fälle seit 1987. Da werden viele dabei sein, die sind am Donnerstag oder am Freitag früh im Handel, als die Märkte noch ganz finster aussahen, rausgegangen aus dem Markt, haben keine Lust mehr gehabt, haben gesagt, ah, jetzt begrenze ich die Verluste, ich drücke jetzt einfach mal ab. Ich hatte am Wochenende auf einer Party auch das Gespräch mit solchen Herrschaften, mich zu unterhalten, die genau auf dem Tief dann ihre Long-Positionen abgedrückt haben. Und das ist eben jetzt wieder genau das, was den meisten wehtut. Wenn die Märkte nach oben gehen, dann gucken sich diese Privatanleger, die am Donnerstag oder am Freitag noch mit blutenden Händen abgedrückt haben, sozusagen, gucken sich das an und denken sich, Mensch, jetzt muss ich wieder rein, jetzt wird wieder alles gut, ich muss dabei sein. Und das ist dann vielleicht die Voraussetzung für die nächste schmerzhafte Erfahrung. Wir sehen jetzt etwa Pew Growth, ein Index von Bloomberg ermittelt, relativ zu Pew Value mit dem schlechtest ever Performance im Januar. Heute dürfte sich das wieder ein wenig verbessern, weil eben besonders heute die Tech-Werte sehr, sehr stark sind. Wir sind jetzt 5% gut gelaufen seit dem Tief etwa im Nasdaq noch am Freitag. Also es ist deutlich nach oben gegangen, aber dennoch heißt das noch nicht, dass wir hier jetzt aus dem Gröbsten raus sind. Wir wollen uns das gleich mal anschauen, denn wir sehen hier zunächst mal die Erwartungen der verschiedenen Banken, was die FED-Zinsanhebungen betrifft. Morgan Stanley 4, Deutsche Bank 5, Goldman Sachs auch 5. Am meisten erwartet die Bank of America Mitte 7. Ob es so kommt, steht natürlich in den Sternen. Aber Morgan Stanley sagt eben auch, okay, wir sind auf der Seite derjenigen, die die Rallyes eher verkaufen. Denn wir gehen davon aus, dass diese Volatilität bleibt, dass diese Intraday-Swings bleiben und all das ist ein Zeichen für Bear-Market-Action, also für Bärenmarkt-Action. Und man sieht den wirklichen Wert des S&P 500 eher bei 4.000 Punkten als etwa bei 5.000 Punkten, wie so viele Kursziele ja für dieses Jahr lauteten. Wir sehen jetzt nicht nur, dass die Fed eben sagt, ja, wir wollen die Zinsen anheben, sondern wir sehen auch, dass die Fed sagt, ja, wir werden uns die Daten genau anschauen, wir sind datenabhängig. Und das bringt eine gewisse Unsicherheit, eine gewisse Volatilität. Was passiert, wenn die Daten gut sind? Was passiert, wenn sie schlecht sind? Wie wird die Fed darauf reagieren? Das ist ein bisschen schwierig zu prognostizieren natürlich. Der Fed-Put jedenfalls ist, solange die Fed, die US-Notenbank, bei dieser Haltung bleibt, Zinsanhebungen plus Bilanzreduzierung, ist dieser Fed-Put, also das Sicherheitsnetz unter dem Hintern der Märkte, doch sehr, sehr viel tiefer gelegt. Denn mit der Inflation ist eben ein neues Element da. Und dieses Element war in den vorherigen Tightening Cycles, also in diesen Zyklen, als die Fed die Geldpolitik gestraft hat, nicht das Problem. Jetzt ist dieses Problem da. Dadurch kann die Fed, solange die Inflation hoch bleibt, eben auch nicht so gut umsteuern. Und jetzt eine richtig gute Nachricht für die Bullen, meine Damen und Herren. Ich wundere mich, wo die Long-Only-Fraktion bleibt. Die wird wahrscheinlich heute dann das Video kommentieren. Siehst du, habe ich gesagt, musst du den Dip kaufen, gell? Der Fugmann immer bärisch. Nein, der Fugmann, der ist gar nicht so bärisch. Der hat gesagt, die Wahrscheinlichkeit, die Möglichkeit für einen Squeeze nach oben, für
Gesweeps the Puts, die ist durchaus da, aber wie weit geht's? Jedenfalls in Sachen Bewertungen, da sind wir jetzt nur noch 20%, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis betrifft, über dem Hoch der Dotcom-Blase. Und das ist doch eine beruhigende Nachricht, liebe Bullen, nur noch 20%, ja? Also da ist doch noch allerhand nach oben drin, gar keine Frage. Das ist eben die größte Gefahr, wenn ich jetzt einen Markt habe, der überbewertet ist, der überleveraged ist, overleveraged, also wo die Leute mit Hebel drin sind und wo man eben von Liquidität und damit von niedrigen Zinsen abhängig ist, dann ist das eben die größte Gefahr für den Markt. Wir sind jetzt eben in Sachen Main Street zu Wall Street oder Wall Street ist sozusagen der Verlierer oder Main Street, die normalen Leute sind der Verlierer gewesen. Hier sehen wir die Financial Assets in Relation zum BIP. 6,3, sechsfach, über sechsfach, das ist einfach ein neuer Rekord und dementsprechend besteht eben viel Potenzial für Enthebelung, auch wenn wir heute eine Rallye sehen und diese Rallye ja durchaus weitergehen kann. Was spricht so ein bisschen dagegen, dass es eine dauerhafte Trendwende ist? Wir sehen hier mal einen Chart von Game of Thrones, by the way. Hier sehen wir, dass die Positionierung der Anleger, die Allocation, also die Exposure, die Anleger haben, in den Aktienmärkten nahe eines Allzeithochs ist, während gleichzeitig der annualisierte 10-Jahres-Return beim S&P 500 nach unten dreht. Also da haben wir eine gewisse Lücke. Alle sind drin, auch wenn jetzt zuletzt das Sentiment durchaus negativ war. Da sind einige rausgespült worden, keine Frage, aber es sitzen immer noch genug drin, sitzen teilweise auf Gewinnen und sagen sich, ist doch alles schick, wenn es heute wieder nach oben geht. Wir haben heute beim S&P 500 die 4436er Marke überboten. Das ist der 200-Tages-Durchschnitt und das sind ganz, ganz wichtige Marken für die Amerikaner. Der 200-Tages-Durchschnitt, dann kommt der 100 da oben, dann der 50er. Der 50er, der liegt so um und bei 4610 Punkten. Das wären noch so 140, 150 Pünktchen mehr, als wir derzeit auf der Uhr haben. Hier sehen wir das nochmal ziemlich genau. Wir haben heute fast punktgenau, nicht ganz, das 38,2er-Retracement angelaufen vom Allzeithoch, das wir ja noch im Dezember oder was Anfang Januar erreicht hatten, bei 4.800 Punkten bis runter auf die 4.300. Und jetzt sind wir also, haben wir gut ein Drittel, nämlich 38,2, diese Fibonacci-Retracements kennen Sie, 38,2er, 50er, 61,8er. Das 61,8er wäre bei 4610, das ist wohl das Potenzial, dass dieser Rallye im Optimalfall, könnte man sagen, vielleicht noch zur Verfügung steht. Also da wäre ja dann schon noch was drin nach oben. Hier oben sehen wir mal die Daily Range im S&P 500, die ist natürlich ziemlich hoch. Da sehen wir teilweise von hoch zu tief Bewegungen von über 3%. Das ist natürlich eine Menge Holz. Wir sehen aber am Future-Markt, dass jetzt Investoren sich schon auf der Long-Seite wieder deutlich positioniert haben. Also es gibt massive Put-Absicherungen, aber es gibt jetzt wieder sehr verstärkt neue Long-Positionen, zumindest am Future-Markt. Und die wollen dann vielleicht irgendwann auch wieder aussteigen, zumal eben, wie wir unten in dieser Grafik sehen, jetzt knapp 15 Zinserhebungen für 2022 eingepreist sind und wir auf der anderen Seite eben sehen, dass die sogenannten Credit Spreads weiter nach oben gehen, also die Differenz zwischen etwa US-Staatsanleihen und den Renditen, den Risikoprämien für Junk Bonds, also für eher schlechte Anleihen, für Unternehmensanleihen mit schlechter Bonität. Also wir sehen, dass der Kreditmarkt so langsam ein bisschen anfängt zu zucken und das Ganze einzupreisen und da sollte man unbedingt, wenn man sich an den Märkten bewegt, ein Auge drauf haben. Interessant übrigens, Apple war ja der große Gewinner jetzt dann nach den Zahlen. Heute, glaube ich, nur ganz leicht im Minus. Da hatte Tim Cook in dem Earnings Call, also in dem Call mit den Analysten gesagt, ja, wir haben also sehr stark erhöhte Kosten, wenn man Dinge irgendwie transportieren will. Ich hatte oder hoffe, dass ein Teil davon wenigstens transitory ist, aber, also vorübergehend, aber die Welt hat sich geändert. Das ist genau der Punkt. Wir sehen an amerikanischen Häfen nach wie vor diese massiven Staus. Da ist also nach wie vor wenig Potenzial für eine Lockerung der Lieferengpässe. Das wiederum wäre die Voraussetzung, dass die Inflation runtergeht. Das wiederum wäre die Voraussetzung, dass die Fed nicht so stark auf die Bremse treten muss. Jetzt kommt hinzu, dass China einige Flüge streicht. Das könnte diese Lieferengpässe nochmal verstärken und die so erfolgreichen Norweger, nämlich der norwegische
Wealth Fund, also praktisch der die Öleinnahmen des Staates Norwegen anlegte, der ist jetzt auch skeptischer geworden. Die waren ja extrem erfolgreich mit ihren Long-Positionen, sagt jetzt, in Downturns könnte es sein, dass dieser Wealth Fund dann schlechter abschneidet, und er hat durchaus Bedenken und sagt, ja, wir sehen die Preisanstiege bei IKEA, durchschnittlich 9%. Wir sehen, alle Preise gehen nach oben, ob es für Transport ist, für Commodities ist, für Metalle ist, für Energie ist. Wir sehen jetzt auch bei den Löhnen, so heißt das eben, diesen Aufwärtsdruck, und das ist eben diese Mischung, die neben diesen globalen Trends, neben diesen, ja, kann man fast sagen, Jahrzehnte-Trends, die sich jetzt derzeit abspielen, eben Dekarbonisierung, die grüne Wende kostet sehr viel Geld, erzählt allerdings keiner, dann eben Demografie, die Babyboomer scheiden aus, und eben dann auch Deglobalisierung, man verlegt mehr und mehr jetzt die Produktion wieder in heimische Gefilde, weil eben das Risiko zu groß ist, dass die Lieferungen nicht kommen, weil aus irgendwelchen Gründen, weil es politisch nicht gewollt ist, weil Corona oder warum auch immer. Immerhin, es gibt eine leichte Entspannung. Das IFO-Institut hatte heute früh gemeldet, Materialmangel in der deutschen Industrie etwas entschärft. Jetzt sagen nur noch 67,3% der deutschen Unternehmen, dass sie Materialmangel haben. Im Dezember waren es noch 81,9% verarbeitendes Gewerbe. Ganz weit vorne natürlich verschiedenste Bereiche, die hier noch besonders stark betroffen sind. Bei anderen ist es etwas zurückgegangen. Also leichte Entspannung, zumindest jetzt in den Januardaten im Vergleich zum Dezember. Aber wir sehen, dass die Inflation nach wie vor extrem hoch ist, vor allem überraschend hoch ist, also höher ist als die Erwartung. Hier sehen wir mal den City Inflation Surprise Index USA gegen Europa. In den USA stagniert das so ein bisschen, in Europa geht das massiv nach oben, und das war vor den heutigen Verbraucherpreisen aus Deutschland, die hier veröffentlicht wurden. Die EZB steht jetzt immer mehr unter Druck. Am Donnerstag ist ja die Pressekonferenz, ist die Entscheidung der EZB, ist die Pressekonferenz von Madame Lagarde, und die ist natürlich jetzt konfrontiert mit einer umsteuernden Fed, mit einem monetären Klimawandel, eigentlich weltweit, mit Ausnahme Chinas. Wie wird sie da jetzt agieren? Wird sie weiter sagen, ich höre keine Inflation, sehe keine Inflation, will davon nichts wissen, oder muss sie Rücksicht nehmen auf diesen Klimawandel, diesen monetären? Das ist die große Frage. Diesen Artikel werde ich Ihnen unter dem Video verlinken, ebenso wie jetzt gleich noch einen Artikel, der folgt, aber hier erstmal die Lebenserhaltungskosten in Deutschland. Die sind jetzt 7,8% höher als Anfang 2019. Das entspricht einem Anstieg von 2,5% pro Jahr. Und das wäre dann oberhalb des Ziels der EZB von 2% Geldmenge M2, ist im gleichen Zeitraum um 25% gestiegen. Also da sehen wir, da passiert schon was, und wir sehen auch das an den Anleihemärkten, was passiert. Die deutsche 10-jährige Anleiherendite jetzt so hoch wie seit Mai 2019 nicht mehr, eben in Reaktion auf diese erhöhte Inflation, ist wieder positiv und hat sich heute ziemlich stark bewegt, 7 Basispunkte nach oben. Und abschließend eben dieser Artikel, auf den ich Sie auch noch hinweisen wollte: Gasreserven in Deutschland schmelzen, Norwegen hat ein Problem der Belieferung, die Russen liefern wenig, wahrscheinlich weil wenig bestellt wird. Gazprom bringt dann immer schöne Meldungen, oh, die Gasspeicher in Deutschland und Frankreich ziemlich niedrig, wir haben Glück, dass das Wetter nicht sehr, sehr kalt ist, zumindest in Norddeutschland nicht, auch in Süddeutschland ist der Januar sicherlich jetzt nicht allzu kalt gewesen. Also das ist bisher eine günstige Konstellation, dass wir von diesen niedrigen Gasspeicherständen nicht noch stärker betroffen sind. Auch diesen Artikel werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. Viele spricht dafür, dass diese Aufwärtsbewegung noch ein Stück weiter gehen kann, aber da ist nach meiner Auffassung ein Deckel drauf, solange die Fed nicht sagt, also Jungs, es ist jetzt doch etwas anders, wir werden umsteuern, dazu müsste mehr Schaden an den Aktienmärkten entweder angerichtet werden, oder die Inflationsdaten müssten deutlich runterkommen, oder die Wirtschaftsdaten müssten sich ganz, ganz massiv verschlechtern, dann würde die Fed umsteuern und dann würde wieder ein komplett neues Spiel beginnen. Jetzt sage ich erstmal wunderschönen Abend Ihnen, Servus und Ciao, und verweise auf die Artikel unter dem Video. Servus.